Okay, prügeln wir erstmal. Aua! Lass das! Wow! Da hat aber jemand Schmackes drauf. Tu es nicht! Doch, es ist so vorgesehen. Du hältst mich nicht auf. Hey! Stopp! Nein! So! Jetzt bist du dran! Was hast du getan? Du hast alles kaputt gemacht! Jetzt war alles umsonst! Na endlich, er hat's verstanden! Du hattest mit allem recht, außer mit einer Sache. Das alles ist meine Schuld. Ich war es, der damals geglaubt hatte, Deponia sei nicht länger bewohnbar. Und ich habe den Evakuierungsplan entworfen. Ich habe Elysium erdacht und den Organon erschaffen. Als es dann soweit war, kamen mir Zweifel. Ich blieb auf Deponia zurück, um nach einer besseren Lösung zu suchen. Ich hatte alle Zeit der Welt und habe trotzdem versagt. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann nicht wieder gut machen, was ich getan habe. Ich dachte, ich hätte es verdient, mit der Schuld zu leben. Aber selbst das war noch zu optimistisch. Denn wo Leben ist, ist auch Hoffnung. Ich habe nur verdient, mit der Schuld zu sterben. Okay, Heul doch! Was? Goal? Ja, das... Goal? Ach du Scheiße. Sie ist immer noch tot. Was hatte ich auch erwartet? Aber irgendwas hatte Hermes doch mit ihr vor. Er wollte sie doch nicht etwa... Ich sollte dringend mal mit ihm reden. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Okay, aber Goal ist doch nicht unbedingt komplett menschlich dank des Implantats. Also irgendwie, da ist dann mit dem Klon Konsole. Rufus. Knopf. Organon, ah. Hermes. Rufus. Wenn ich diese Anzeigen hier richtig deute, geben sie Auskunft über den Füllstand der Maschine. Ah, okay. Nicht, Dieses Symbol, das heißt also, es ist nicht genug Wasser im Tank. Okay. Dieses Symbol steht wohl für Kohlenhydrate. Das heißt also, es ist nicht genug. Bevor ich mir noch einen Hermes hole, sollte ich erstmal die alten aufbrauchen. Ja, erstmal werde ich mal kurz mit ihm reden hier. Tu's nicht! Es ist zu spät, Rufus. Du hattest recht. Es gibt keine Hoffnung mehr. Nein! Was? So ein Scheißdreck! Was mache ich denn jetzt? Na toll. Jetzt muss ich noch einen klonen. Alles wieder da? Hallo? Warte! Nein! Was denn jetzt schon wieder? Nein! Ja. Nicht! Ist doch zum Mäusemelken! Jetzt habt ihr das gefunden. Du Idiot! Oh, eine Stechkarte. Was? Hat er ausgestempelt? Da meint es aber jemand ernst mit den Überstunden. Der Arbeitsantritt liegt so weit zurück, dass die Löcher schon wieder zugewachsen sind. Okay. Was denn? Immer noch kein Feierabend? Das muss wohl daran liegen, dass die Löcher vom Arbeitsantritt schon wieder zugewachsen sind. Ja, toll, Mann. Ich dachte, mir geht vielleicht die Tür auf, dass ich hier unten mal ein bisschen rumlaufen kann.
Rohr. Wie kann ich da rein? Oh! Jetzt geht das schon wieder los. Yeah! Oh! Oh, süß. Und ein ganz kleiner. Ein Vampirschnabeltier. Die Sorte kenne ich ja noch gar nicht. Das ist aber schon schön brav sein. Hörst du? Schön brav sein. Hörst du? Oh, warte mal. Hier. Einmal entwerten, bitte. Danke. Tatsächlich cool. Yeah. Weil ich sehe hier ja, ne? Ich mache am besten mal ein paar mehr. So kann ich immer nur ein. Zwei kann ich nicht. Da muss ich erstmal anscheinend noch ein bisschen was sammeln. Aber wahrscheinlich muss ich drei machen. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben einen neuen Überstundenrekord aufgestellt! Damit Sie sich immer an diesen schönen Augenblick erinnern können, erhalten Sie eine tolle Gratifikation. Knoblauch! Denn gerade im Alter ist Knoblauch gut fürs Gedächtnis. Und Ihren Überstunden nach zu urteilen, sind Sie jetzt sehr alt. Viel Spaß bei Ihrem verdienten Feierabend. Oh, super. Das werde ich mir merken. Knoblauch, das ist bestimmt gut für die Vampirfledermäuse. Nee, ich wollte jetzt sagen, wenn er hier runterspringt, nehmen wir mal nicht. Das werde ich wahrscheinlich gleich so übersehen. Wenn ich jetzt zwei mache, springen zwei rein. Wenn ich drei erschaffen würde, bleibt einer dann wahrscheinlich da sitzen. Deswegen ist meine Idee auf jeden Fall erstmal drei Stück mir zu klonen. Aber dafür brauche ich ein bisschen was. Vielleicht finde ich das ja... Keine Chance. Sie ist total zugerostet. Ein Hindernis nach dem anderen. Moment, ich habe doch Öl. Wer sagt's denn? Es hat tatsächlich funktioniert. Unfassbar. Kann es sein, dass ich gerade tatsächlich einen Verwendungszweck für Oliven entdeckt habe? Wahrscheinlich. So, was gibt's denn hier alles? McFett XXL. Meine Lieblingssorte. Es sind die einzigen, die in Bosos Nasenlöchern stecken bleiben. Yay. Mmh, ein Feuerwerk köstlicher Aromen. Altes Frittenfett. Yay. Plörofitz? Das war früher mal mein Lieblingsgetränk. Ich habe mich immer gefragt, wie sie es hinbekommen, dass es im Dunkeln leuchtet. Und dass es sogar beim Urinieren noch leuchtet. Oh, wow. Klingt ja toll. Zum Glück gibt's bei Salz kein Verfallsdatum. Sonst würde ich ja bei dieser rostroten Farbe ein bisschen skeptisch werden. So, kann ich mir daraus jetzt was basteln? Ach, hier kann ich jetzt sehen. Einer, zwei, drei wahrscheinlich. Das könnte ich mir jetzt vorstellen. Okay, füllen wir doch mal ein bisschen ab. Erstmal Wasser. Na, ob das wirklich noch gut ist? Ah, ich wusste doch, dass mit der Plörre was nicht stimmt. Außer der Wasseranzeige ist auch die für Mineralstoffe gestiegen. Bah, wurscht. Auf diese Weise habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, das ist cool. Da ist doch bestimmt auch Wasser drin. Plörofitz ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel. Es gab Monate, da habe ich mich von nichts anderem ernährt. Und, was war drin? Oh, nur Wasser, hm? Ja, okay. Bohnensack. Wie heißt es doch so schön? In der Not frisst der Teufel Kakerlakeneier. Na, was habe ich gesagt? Die Eiweißanzeige ist gestiegen. Und die für Kohlenhydrate gleich mit? Am Ende waren das tatsächlich Kakerlakeneier. Kann sein. Aber es ist noch nicht alles voll. Komm hier, Pommes. Endlich kommen wir zu den Grundbausteinen des Lebens. Yeah! Oh, das hat jetzt was? Kohlenhydrate. Okay, was brauche ich denn noch? Mineralstoffe und Fett. Naja, Fett ist relativ einfach. Ohohohoho, das wird lecker. Okay, ich kann zwei Klone machen.
Aber ich packe jetzt noch ein bisschen Sozen. Wie sagt man doch so schön? Was du frisst, das bist. Das sind doch Mineralstoffe. Ja, Fett ist in der Ölflasche. Ich weiß ja nicht recht. Ha, Schwamm drüber. Und? Ja! Das Öl scheint noch als Fett durchzugehen. Glück gehabt. Aber... Ach, Eiweiß fehlt mir noch. Eiweiß. Eiweiß, ist klar, Eiweiß. Und wo ist am besten Eiweiß drin? In der Ei. So viel zum Thema Knoblauch. Da ist kein Eiweiß drin. Na, mein Kleines, hast du Hunger? Wobei, ach egal, friss. Ups. Goldig. Ja. Ist ja irgendwie gemein, weil die Eier werden jetzt gebraucht. Und verbraucht. So. Hinein in die Eier. Und da hätten wir Eiweiß. Zum Glück gibt's keine Anzeige für den Cholesterinspiegel. Und ich kann 3 Klone machen, ja! Dann tue ich das jetzt. Das ist voll schlimm, ich gucke immer noch wieder nach den Eiern, also nach den Schnabeltiereiern. Ich habe jetzt auch schon wieder direkt vergessen, in welchem Bildschirm ich schon welche gefunden habe und welche wo nicht. Oh, das Buch ist interessant. So, 3 Stück einmal bitte. Meister. So. Und einer wird versagen. So ein Mist! Ach, warte mal ab. Na, woher wusste ich das? Stopp! Hey, was soll das? Wartet auf mich! Ach, verdammt! Hermes der Dritte, ah, okay. Ah. Ironie des Schicksals. Er nahm mir den Respekt vor dem Leben und ich habe ihm in den Arsch getreten. Genau. Hallo? Du hast es doch selbst gesagt. Alles ist verloren. Das dachte ich auch. Aber dann habe ich Goal gefunden. Was hattest du mit ihr vor? Kann man sie noch retten? Ach, du kennst das Mädchen? Sie fiel kurz nach dir vom Himmel. Ihr Gehirn war noch nicht ganz tot. Der Rest war ziemlich hinüber. Darum habe ich einen Klon angefertigt. Er hat lange genug überlebt, um einen kompletten Scan durchzuführen. Hier, damit lässt sich deine Freundin klonen. Aha! Auch wenn ich nicht weiß, was das bringen soll. Eponia ist verloren. Lass das mal meine Sorge sein. Ah, ich kann klonen, ich kann klonen. So. Einmal Hast, wie gemalt. Oh. Naja, ich weiß ja nicht. Was? Die Anzeige hat angefangen zu blinken. Ob das was zu bedeuten hat? Ach, egal. Wird schon schief gehen. Hm, genau. So, dann mal rein ins Vergnügen. Ich rette dich, Goal. Was ist denn jetzt schon wieder? Da geht doch irgendwas in die Hose. Was tust du? Na, rate mal. Ich rette Goal. Aber so doch nicht. Wieso? Was da ist ja gar keine Nukleinsäure mehr in der Maschine. Naja, bei dir hat's ja auch ohne funktioniert. Schnell, brich das ab. Die Rohre überhitzen. Uns fliegt noch die ganze Maschine um die Ohren. Nein! Oh. Was da? Nein. Oder? Sie war nicht komplett ausgereift. Es liegt an der fehlenden Nukleinsäure. Ja.
Ja, wo ist sie geblieben? Das Rohr führt in die Kanalisation unter Porta Fisco. Es tut mir leid, Rufus, aber es sieht so aus, als sei deine Freundin endgültig verloren. Nein, sie lebt. Ich kann sie noch retten. Tja, ich hätte noch einen Vorrat an Nukleinsäure. Damit könntest du sie theoretisch noch nachträglich ausreifen lassen. Aber was ist mit Deponia? Das letzte Hochboot kann jeden Moment in Richtung Elysium starten. Du kannst nicht gleichzeitig Goal retten und den Aufstiegszoll erreichen. Und selbst wenn... Die obere Aufstiegsstation ist das Hauptquartier des Organon. Alleine kommst du niemals da rein. So alleine bin ich nun auch wieder nicht. Meine Freunde vom Widerstand sind in Porta Fisco. Sie werden den Organon ablenken, während ich mich mit Goal auf das Hochboot schleiche. Und wer gibt ihnen Bescheid? Wer rettet Goal? Wer hindert Argus daran, in der Zwischenzeit mit dem Hochboot abzulegen? Du kannst nicht alles machen. Die Zeit reicht nicht aus. Da müsstest du die schon dreiteilen. Und selbst wenn... Oh nein. Nein. Drei Nein. Und du bist sicher, dass du das wirklich durchziehen willst? Es ist nicht mehr genug Biomasse für drei Klone in der Kammer. So erfülle ich wenigstens doch noch einen Zweck. Du bist schwer in Ordnung, Hermes. Lass uns nicht sentimental werden. Hast du die Nukleinsäure dabei? Nukleinsäure, check. Sehr gut. Denk daran, dass sie nicht mitgeklont wird. Nur einer von euch dreien wird sie nach dem Vorgang dabei haben. Keine Sorge, Hermes. Ich habe alles verstanden. Du kannst dich auf mich verlassen. Tja, ich hoffe nur, dass deine Konstruktion mit den Sandsäcken funktioniert, wenn der Hebel nicht betätigt wird. Es wird funktionieren. Das muss es einfach. Na dann, lass uns lieber keine Zeit verlieren. Drei, zwei eins. Hepp! Na toll. Das heißt wohl, es hat nicht funktioniert, hä? Oh, das kleine Schnabeltier. Das kleine Papierschnabeltier. Hey, es hat geklappt! Ja, und jetzt? Einer von euch beiden muss die Rebellen für einen Überraschungsangriff zusammentrommeln. Am besten du. Hä? Wieso denn ich? Ich gehe zur Organon-Hauptverwaltung und versuche, den Start des Hochboots hinauszuzögern. Ich hab's zuerst gesagt. Nein, ich! Oh Gott, oh Gott. Ich gehe in die Kanalisation und rette Goal. Aber das ist mein Job. Nein, meiner. Ich muss Goal retten. Ich habe die Nukleinsäure. Nein, ich! Aber Hermes hat sie mir gegeben. Nein, mir. Wir können ja nachgucken. Dann werden wir es ja sehen. Einer von diesen beiden Nulpen hat die Nukleinsäure. Aber welcher? Einer von diesen beiden... Aber welcher? Oh Mann. Ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie in sie reingucken. Zum Beispiel durch ein neues, cooles Interface-Element am unteren Bildrand. Oh. Danke. Wusste ich's doch. Ich habe die Nukleinsäure. Also bin ich auch derjenige, der Goal retten darf. Haha, ich wusste es. Das heißt dann wohl, ich rette Goal. Nicht so schnell. Hey. Ach nee, komm. Hey, hört auf mit dem Unsinn. Na toll. Okay, wir teilen uns auf.
Rufus, ein Klon? Boah, ein dicker Hund. Nun ja, was ihm hier zu Ohren kam, war schon allerhand. Doch nun krempelt schon mal eure Ärmelschoner hoch, weil für Deponia noch Hoffnung bestand. Es sah zwar noch duster aus, doch einer muss ja nun mal am Tunnelende die Glühbirnen weg. Sinn und weil viel zu tun war, stieg er in den Klonapparat. Zu dritt schafft man dreimal so viel weg. Hussa, dreimal so viel Dreck. Weg! Es muss weg heißen! Ach, Mann! Rufus hoch drei. Goal? Bist du das? Gott, ist das duster hier. Goal, wir müssen vorsichtig sein. Wer weiß, was für gruselige Viecher hier in der Dunkelheit lauern. Genau. Na toll. Ziemlich dunkel hier.